Hallihallo, hi. Freundinnen und Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Stanley Parable. Da sind wir wieder. Und wir haben, genau, von durch eure Tipps so ein bisschen rausgefunden, dass wir scheinbar noch eine Sache auch nicht gemacht haben, die hier mit diesen Desktops zusammenhängt. Finally, this is great. Es gibt halt fünf davon, die man wohl anmachen kann. This is what I wanted all along. I got what I wanted. Ja, was hat er gerade denn wieder? Hat er wieder was anderes gesagt? Die dieses Awaiting Input dann auf sich stehen haben, ne? Die Desktops. Mhm. Genau. Aber hier hatten wir jetzt alle. Wir hatten ich meine, hier war alle. Doch. War er nicht hinten noch? Ach, hier, no matter genau. How hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his coworkers. Tja, das stimmt. Awaiting input, warum kann ich den jetzt nicht Stanley drücken? Went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. Was geht das mit dem schwarzen? Ah, da hab ich's. Input received. So, und jetzt soll man Begin the game again machen. Und dann zum nächsten Computer laufen. Jetzt müsste, glaube ich, was? Der in unserem Desktop, weil wir die anderen drei schon hatten. Und das ist der er jetzt. Hier, ach, genau. Stimmt. Dann haben wir jetzt echt schon alle. Weil wir die im Laufe der Zeit alle mal hatten. Das sind drei in den verschiedenen Offices und der eine vor dem Boss-Office. Okay. Die Sekretärin. Und dann eben der hier noch. Ja, gut. Input dann received. Haben wir den Balken voll und das lädt. Okay. Welcome, Stanley, to heaven. okay. Ja, hier können wir jetzt ein bisschen rum. Das ist das. Ach, jetzt check ich's erst. Das ist für den Stanley der Heaven, weil er hier Button klicken kann. Ey, wir müssen alle ausmachen. Gehen die wieder an? Nee, ne? Der eine ist noch an. Der Türkise hier, oder? Geht? Ah, ja. Jetzt hab ich. Alle, die wir ausmachen können, müssen wir ausmachen. Ach nee, man kann sie auch wieder anmachen, sehe ich gerade aus. Mhm. Und das ist ziemlich. Das ist tricky, manchmal wahrscheinlich, weil du hast ja auch nicht sowas wie ein Fadenkreuz, ne? Nee, ich kann quasi nur so warten und jetzt die Reihe durchlaufen lassen und jeden dann langsam, jeden einzeln ausmachen. Aber ich weiß nicht, ob man irgendwas davon hat. Ja, wahrscheinlich nicht, aber es wäre eine Challenge. Aber an die oben kommt man wahrscheinlich auch gar nicht dran, ne? Doch. An alle, auch die ganz obere Reihe. Oh, nee, hast du recht. Höher als die, da drunter komme ich nicht. Ja, ducken kann man sich natürlich, bis unten kann man wahrscheinlich alle machen. Ja, okay, das ist also für den Stanley. Wir sind jetzt einfach mit dem Stanley. Im Stanley goes to heaven. Im Stanley-Himmel sind wir jetzt. Das ist cool. Hier freut er sich halt richtig. Bunte Knöpfe überall. Überall. Da geht der Stanley richtig auf. Ja, das ist ein bisschen Disco-Style hier. Ach, guck mal, da fliegen auch so Partikel durch die Luft, die ein bisschen leuchten. Ja. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Weißer Himmel, weißer Boden. Ja, das war's irgendwie. Aber ich glaube, wir kommen auch anders nicht raus, außer beenden. Ja, ne? Das war jetzt der Heaven. Muss ich schon wieder begin the game again. Aber haben wir das immerhin auch geschafft? Ja. Das mal kurz zu zeigen. Jetzt kann man es jederzeit machen, weil quasi wir es ja voll haben. Ne? Könnten wir uns jetzt nochmal angucken, aber jetzt kennen wir das ja schon. Das Telefon klingelt wieder. Das Telefon klingelt wieder. Welches? Wieder das hier? Wieder. Hello, this is a recorded message scheduled either by das Gleiche, you or person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. Ja. So langsam wiederholen sich nämlich die Dinge. Dann haben wir das auf jeden Fall hier abgeschlossen. Ja, und jetzt ehrlich gesagt bleibt uns gar nicht Stanley mehr so viel übrig. Eine einzige Sache irgendwie habe ich noch gelesen, aber da weiß ich nicht genau, ob das funktioniert. Ich glaube es ehrlich gesagt eigentlich nicht, genau. Also. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Den kennen wir auch schon. Wir sind ein paar Mal gelaufen. Sind wieder hier im wunderschönen. Alle wundern sich auch, warum man hier in dem Raum nichts machen kann, aber wir haben es ja ausprobiert, ne? Man kann hier echt nichts machen. Das ist halt einfach das Bad vom Boss. Hier steht dieser. Oh, anderer Spruch. Money in the morning, money in the evening, money for breakfast, money crisp. Ja, okay. Anscheinend kann man hier immer mal neue Sprüche lesen. Ja. Immerhin, das ist doch cool. Das verändert sich. Okay. Es verändert alles. Ja, es verändert wirklich alles. Das gesamte Spiel ist jetzt anders, weil hier ein anderer Spruch steht. Und hier können wir. Wieder zurück, okay. Ich dachte eigentlich, die Tür geht immer zu, aber scheinbar ist sie diesmal offen geblieben. Ja. Jetzt ist sie zugegangen. Und jetzt geht sie auch nicht wieder auf.
So, hier ist immer noch alles normal, glaube ich. Genau. Genau. So, dann gehen wir mal wieder zum Boss. Here's the door, just go. Ja. Ist noch offen gelassen. Können wir da noch was eingeben hier? Beim Code? Nee, das ging nicht, oder was? Code? Doch, geht noch. Kann ich. Können wir den... Also, wenn wir nochmal einen falschen eingeben, mal gucken, was dann passiert. Nix. Und wenn wir den richtigen nochmal eingeben? Das war nochmal der richtige. Gott, 2854, glaube ich. Oh, fuck. Verdrückt, sorry. Das ist echt schwer, weil man hier nicht mal einen Punkt hat, so. Ey. Wie hat das denn beim ersten Mal geklappt? Ach, oh Gott, nochmal die 2. Ich weiß es auch nicht genau. Ach, da hatte man, glaube ich. Hatte man vielleicht eine Zielhilfe? Ja, ja. Da hatte man speziell eine. Ich könnte jetzt zum Bildschirm laufen und meinen Zeigefinger immer in die Mitte vom Bildschirm halten. Dann wäre das dein Zielkreuz. Aber guck mal, selbst wenn ich so runtergehe, da bleibt er auf der 2 dann. Okay, vielleicht. Ha? Also ich verändere ja. Das ist voll komisch, wie das hier 2. So, jetzt gehe ich weg. Ich kann leider ja auch nicht näher ran. Ja. So, jetzt sieht man die 2 nicht mal mehr. Oh, irgendwer ruft hier an. Ich muss mal kurz wegdrücken. Und jetzt ist trotzdem die 2 wieder da. Ja, okay. Die 2. Okay, da kann man scheinbar nichts machen. Dann ist das leider hier auch. Geht's hier nicht weiter. Ja. Hier haben wir noch schöne Blumen. Schöne Blasen, schöne Blumen. Hier noch ein schönes Klavier. Das Klavier konnte auch nicht spielen, ja, leider. Schon. Und hier so ein Generator, ja, schön. Richtig schön, kann man da das schön Strom ziehen, auch nicht, machen, nee. Dann fahren wir mal wieder runter. Ja, ich weiß es gar nicht, dann sind wir aber schon da. Kann man angeblich gar nicht mehr, also dann kommt eigentlich nur noch das Ende. Ich habe halt gelesen, dass man kurz vorher angeblich, also wir fahren jetzt doch mal hin, dass man da noch irgendwas machen kann. Und irgend so ein Disco-Ende oder sowas dann hat, aber ich... Okay. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Aha, so, wir können oben fahren können wir nicht. Der geht auch quasi kaputt, wenn wir man unten ist, ja. Aussteigen. Dann geht's nicht mehr weiter. Nicht mehr zurück, besser gesagt. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Wobei, wir könnten mal wieder zurücklaufen. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his death. Also bis kurz, wo das Licht aufhört, und dann aber. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ich glaube, hier war auch das, wo man einfach nur. Da ist Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Da ist gleich so ein Loch im Boden und da dürfen wir halt nicht reinspringen da vorne. Ach, das war's schon, okay. Siehst du hier? Ja. Ja, okay, und jetzt gehen wir einfach wieder zurück. Und gucken mal. Aber theoretisch dürfte das ja ihm relativ egal sein, dann geht halt die Story einfach normal weiter. Ja, wahrscheinlich. Oder er macht jetzt halt die Tür einfach, oder hat die Tür jetzt doch zugemacht? Das checken wir jetzt mal aus. Aber, das ist ein schöner, trister, langer Gang einfach nur hier. Sieht danach aus. Also ich sehe gar nichts, aber ich glaube... Nee, die ist noch offen, die Tür. Ja, die ist noch offen sein. Bestimmt ist die noch offen. Da sind wir. Und sie ist noch offen. Of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Wenn ich jetzt wieder reingehe? Nope, still on board with death. Okay, dann gehen wir wieder raus. Der Sprecher, einen haut da immer noch raus. Ja. Jetzt nicht mehr? Und wenn wir jetzt wieder reingehen, was sagt denn da dann? Ja, irgendwann sind sie wahrscheinlich aus. Ich glaube, da haben wir uns jetzt gerade bei der Facecam verabschiedet. Genau, an dieser Stelle ist leider die Facecam ausgegangen. Das tut uns sehr leid, da hat der Akku nicht mehr ganz gereicht. Nächste Folge. Aber in der nächsten Folge sind wir wieder dabei. Als Angst? Nein, da ist sie zu. Okay. Tja, dann müssen wir das Licht wieder anmachen. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out?
Es geht hier. Ich will hier wieder raus. Es geht einfach nicht zurück. Was ist denn das da? Ist das eine Kamera? Kamera, ja. Der beobachtet ja uns hier die ganze Zeit. Überall müssen ja auch sowieso Kameras sein. Für diese ganzen Bildschirme hier. Aber hast du im Büro irgendwann mal Kameras gesehen? Ich frag mich, ob ich es hier so machen kann wie in dem Boss Office, dass es zugeht, wenn ich. Ja. Das geht irgendwie nicht. Schade. Aber du kannst ja sowieso nach vorne gehen, weil du hast das Licht noch gar nicht ange... oder du hast doch hier das noch gar nicht... oder? Ach nee, die Kameras gehen ja erst an vorne auf dem... also die Bilder, ne? Wenn man auf das Kamerasymbol klickt. Ich weiß halt nicht, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, geht sofort das Ding, das Tor zu halt. Und dann kann ich, glaube ich, nicht mehr zurück. Ja, aber das haben wir ja auch schon mal ausprobiert. Hier ist, glaube ich, jetzt sonst nicht mehr viel einfach. Ich kann es probieren. Now the monitors jump to life. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley ja, das auch schon ein paar Mal gesehen. Dann haben wir jetzt eigentlich schon so ziemlich alles individuals ausprobiert. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier eher mal kurz Folgenpäuschen, weil es die Facecam ausgefallen ist. Und dann sind wir gleich mit der nächsten Folge morgen wieder da und dann auch wieder mit Facecam. Genau. Okay, bis dahin sagt euch der Stanley, oh guck mal, das ein Bildschirm geht nicht mehr. Oh, oh, oh. Na, stimmt. Oh. Bis dahin verabschiedet sich der Stanley und wir auch und dann sehen wir uns morgen wieder. Genau, bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.